Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Stack Under Giant. Ich bin im Clan Stack Under Giant. Ihr habt das vielleicht im Livestream gesehen, denn ich habe hier live in diesem Clan hier angegriffen im letzten CK. Der letzte CK wurde leider mal wieder unglücklich verloren. Ich sage es einfach mal unglücklich. Ich zeige euch jetzt gleich die letzten CKs hier von den Stack Under Giant. Aber ich blende euch auch den Tag hier jetzt einmal ein und ich blende euch den Tag am Ende auch einmal ein. Also der Clan ist allerdings auch fast voll. 41 von 50 und ihr seht hier auch, es gibt ja auch ein kleines Regelwerk. Also 9er Kombi, Heldenkombi ist 30, 10er Heldenkombi ist 40. Und was dann die Elfer hier haben müssen, weiß ich gar nicht. Aber hier sollte man schon auch ein nettes Alter haben. Also hier sind schon gesetztere Leute drin. Denke mal Ü18. Ist hier auch Kriegsrahmen ab 18 gesucht und deswegen steigen wir hier mal ein. Also ihr seht das, hier unten ist noch der Kampf gegen die True Warriors und danach sah das eigentlich, ja, ich hätte fast gesagt, genauso aus. Also dass der Grüne hier gegen den Clan Forsart, der war eher glücklich, weil der Gegner nicht mehr angegriffen hat. Der Gegner hätte locker noch einen Stern holen können. Und in den beiden letzten CKs, ihr seht das hier, das ist nicht deutlich, das ist ganz, ganz eng. Aber warum ist es eigentlich so eng? Das liegt einfach daran, dass der Clan hier, das denke ich mal, das gleiche Problem hatte wie wir. Denn er nimmt hier unten niedrige Rathausstufen mit. Wir gucken mal hier unten. Das ist der Techmo Junior, also das ist ein RH7. Und dann haben wir hier einen RH8, den André. Und wir haben hier in der Regel die Celine, genau, als RH8. Ja, und dann und jetzt fangen erst die RH9 an. Das heißt, wir haben schon mal drei Angriffe aus dem Bereich RH7, RH8 und der Gegner, ja, das ist das Unglückliche. Der Gegner hat, glaube ich, hier unten noch das einzige RH8er. Das hat sich Celine hier vorgeknöpft mit einem Go Vibe. Ah, sehr schön. Go Vibe ist immer cool. Gift hier schon mal vorab geworfen. Das mache ich auch ab und zu mal, wenn ich weiß, ich lock da sowieso. Und da kommen jetzt gleich die Clan-Truppen auch direkt auf die Packer zu. Nicht mal auf die Golems. Dann kann man das natürlich so machen. Dann ist schon mal, ja, sind die schon mal verlangsamt, aber die Gifts sind jetzt auch ausgelaufen. Ja, also dann muss man schon ein bisschen schneller sein. Ist aber nicht so schlimm. Clanburg ist hinüber und jetzt geht es hier direkt in das Herz der Base hier rein. Mit Pekka, mit dem King und mit den Golems. Also hier wird natürlich jetzt richtig krass von innen raus die Base hier komplett getankt. Also weil hier feuert ja jetzt alles in die Mitte von den Randgebäuden hier und ein Packer geht so ein bisschen jetzt schon mal in den Innenkreis rein. Oh, Riesenbombe. Ach, die schafft den Magier da auch. Also Riesenbombe und Magier sind auch nicht die besten Freunde. Und der Packer ist jetzt noch ein bisschen abgelenkt. Aber ich denke mal, das war hier, ja, das ist ein cooler Go-Vibe hier. Sehe ich ja gerne in dem Bereich. Und wenn man es kann und die Base gibt das hierher, so wie das hier der Fall war, dann kann man da durchaus wieder zu greifen. So richtig können die Packer ja auch gar nicht nach außen jetzt, weil sie, weil wir außen kaum Außengebäude haben. Jetzt gehen die zwar ein bisschen nach außen, das macht aber nichts. Die haben auch reichlich Healpoints und ich glaube, der Packer hier ist auch aus der Clanburg. Da muss ich mal gucken. Da vielleicht kann man da auch ein paar Bowler mit als Unterstützung mit reinpacken, dass man hier noch smoother durchgeht, weil das war doch, boah, schon eine ganz, ganz, ganz enge Kiste, weil der hat jetzt auch nicht mehr so die Masse an Healpoints. Aber ich denke mal, es war ein Packer in der Clanburg. Ja, Max Packer geht natürlich auch, keine Frage. Aber es ist hier wirklich sehr, sehr knapp angegriffen worden. Den können wir uns angucken. Das war mein zweiter Angriff. Ich habe im ersten Angriff auch einen knappen Zweier ja hingelegt. Könnt ihr euch im Livestream-Video von mir angucken. Da habe ich den ja live gemacht, also ist auch aufgenommen und den spule ich aber einfach mal vor, denn ich habe mich hier entschieden, hier machst du wieder mal ein bisschen was mit Only Hawks und ein paar Valkyren im Gepäck, also Riese vorweggesetzt, dann dreht sich der Drache schon mal um und der Loon auch, mit dem Babydrachen unterstützt, hier unten zwei Wallis gesetzt für die Queen, dann war die schon mal Geschichte und jetzt habe ich nicht immer aufgepasst auf die Riesenbomben, denn ich konnte mir
keinen Angriff von Boden hier angucken. Ich wusste also nicht, wo die Fallen sind, weil hier wurden mit Drachen angegriffen. Und deswegen habe ich das dann nur so ein bisschen erahnt. Ihr seht das jetzt hier unten. Ein Hock immer gesetzt, der löst hier die Riesenbombe aus. Und dann hoppeln die hier durch die Base durch. Also kann man durchaus so machen. Ich hatte jetzt zwar ein bisschen Sorge, dass der King dort ein bisschen zu viel Schaden an meinen Hocks macht. Aber die sind jetzt doch so schnell und haben jetzt nur noch den Magierturm hier. Und dann hauen die, knüppeln die eben mal den King runter. Ja, kann man so machen. War jetzt eine Alternative. Ich habe nochmal komplett umgebaut, weil wir dann im zweiten, mit unseren zweiten Angriffen von unten aus natürlich aufgeräumt haben. Und weil wir natürlich auch 6 RH9 Angriffe weniger hatten, ja. Und wenn die Truppe nicht so super gut ist, dann seht ihr das hier, dann bleibt hier was offen. Das ist einfach so. Weil jeder hat nur 2 Angriffe. Und irgendwann, ja, fängst du natürlich auch so an. Ja, dann versuchst du die Sterne hier zu holen. Und dann gehst du hier mit einem 11er auf 9er. So ist das nun mal. Und am Ende hat sich's eigentlich auch noch gelohnt an der Stelle, das auch so zu machen, denn auf dieser Base war nur ein Stern drauf, also hier den zweiten, beziehungsweise mit dem Elfer kitzelst du hier natürlich den Dreier raus, das ist überhaupt keine Frage. Aber, wie gesagt, wenn du in so einem 15er schon 6 Angriffe eigentlich weniger hast, okay, die Celine hat mit ihrem Angriff ja eigentlich gute 3 Sterne geholt, R8 auf R8, aber dann war es das auch da unten im unteren Bereich und das ist ja unglücklich. Supercell arbeitet ja so ein bisschen an dem Matchmaking, dass es etwas fairer wird. Das heißt also, fairer wäre in diesem Fall gewesen, der Gegner hätte auch ein RH7 und 2 RH8 unten gehabt. Das wäre dann absolut gleich gewesen. Da hätte keiner einen Angriff mehr oder weniger gehabt. Und dann sieht das hier schon ganz anders aus. Ja, das sind die gleichen Probleme, die wir hatten. Wir haben dann unsere RH8, das waren ja sowieso nicht mehr so viele, 2-3 Stück hatten wir nur drin. Die haben wir einfach in unseren Zweiklan verfrachtet. Und seitdem wir Only RH9 angreifen, ja, haben wir manchmal Glück, dass wir unten 8er haben. Oder aber wir haben an der Stelle dann einen RH9er, weil höher haben wir in der Regel eher selten. Also, dass da mal ein 10er steckt ganz unten oder so wie jetzt ein 11er. Ihr habt das ja gestern bzw. vorgestern in dem Video gesehen, ja, dass wir wieder so ein A-Loch-Account da unten haben. Der hat auch nur 2 Angriffe. Wo er die dann macht, wenn er sie taktisch gut setzt, macht er bei uns 10er weg, wenn er es denn schafft mit seiner Meute. Aber hier läuft es eigentlich erst gar nicht so gut für den Matt gegen die 10er Base hier. Also viele, viele Bowler. Ja, man kann das auch als gut bezeichnen. Gehen außen rum, machen natürlich außen alles weg. Und die Brocken fliegen hier doch schon bis weit in die Base rein. Aber er schafft hier jetzt den 180 Grad Funnel. Den braucht er nämlich für seine Miner. 12 Miner hat er dabei. Auf Level 4. Die müssen jetzt noch gleich die Mitte rocken. Also jetzt sind es schon locker 180 Grad. Die können nicht mehr woanders hin. Und dann wird er, denke ich mal, auch die Mitte hier entkernen. Aber sind schon starke Helden. Und da kommen die Buddler. Na, ich muss mal wieder reinspulen. Denn die sehen wir ja nach wie vor mal wieder ganz, ganz schwerlich. Und er kriegt hier jetzt die beiden stärksten Teslas auch gefriest, aber die machen auch nur Einzelschaden hier. Also die sind jetzt auf die Miner nicht so stark und jetzt werden die natürlich den Weg auf den Inferno weitergehen. Und der Inferno hat jetzt noch ein paar Truppen von innen und außen, aber da war schon Geschichte. Also cooles Ding hier vom Met 2014 auf den Maisam. An der Stelle, der Gegner war gar nicht mal so gut. Ja, es ist ja auch nicht einfach, also auch für einen RH10. Auf RH10 oder RH11 auf RH10 und RH11 auf RH11, dann ist das ist ja nicht einfach. Ja, und es wird auch nicht einfacher. Und hier oben in den Bereichen, da kommen wir jetzt, da haben wir noch den einen oder anderen 3 Stern hier vom André. Also auch RH11 auf RH10. Der Clan hier ist ja sehr, sehr RH11 lastig. Habe ich jetzt über die Woche auch festgestellt. Ich bin jetzt 7 Tage hier und werde den Clan auch nach diesem CK hier verlassen. Das heißt also, ich nehme natürlich die Folge noch auf, bevor Supercell mir irgendwie ein Update reinhaut und ich kriege hier nichts mehr mit. Und bin dann schon an einem anderen Clan eingeladen. Das hat sich im Stream ergeben. Finde ich natürlich auch sehr, sehr nett. Wenn man mich dort einlädt, ist es alles abgeklärt und ich werde den Clan gleich auch joinen. Und ihr werdet dann im Laufe der nächsten Woche sehen, wo ich denn eigentlich mit dem Avatar gelandet bin. Im Moment habe ich beide Helden, das heißt, ich spiele natürlich auch CK mit dem AFA dann mit. Und hier in der Mitte hat der Gegner auch hier wieder das Problem, dass er erstmal beide
Infernos hier mit einem Frieswerk kriegst. Das ist ja so eine Base. Ich hätte fast gesagt, das ist genau meine Base, die ich mal hatte. Nur, dass meine Fähre nach unten stand und nicht nach oben. Nicht ganz so, aber relativ ähnlich. Und ich habe hier lange auch mit der Base eigentlich auch gekämpft. Ihr wisst das. Ich tausche immer dann Bases, wenn sie gegen gleichstufige Rathäuser Dreier kassiert. Ja, sonst tausche ich sie nicht, aber ich tausche immer mal wieder was aus. Also wenn ich sehe, Mensch, hier die Bombe, die liegt doch nicht so toll und der Tesla könnte doch an eine andere Stelle, dann mache ich immer nur minimale Veränderungen in meiner Base, teste das mal, ob das jetzt besser war oder schlechter war. Vor allen Dingen bin ich immer, gerade in meinem RH9-Bereich, bin ich immer mit meinen Fegern am Rumhadern, wie die am optimalsten stehen, wenn es darum geht, ein Golaloon abzuwehren. Und die verdrehe ich, glaube ich, einmal die Woche, weil ich immer wieder sehe, du kriegst auch mit dem Golaloon auf den Sack. Aber der André macht das hier sehr, sehr gut. Queen ist ja jetzt auch noch in Heilung. Ja, da passiert natürlich nichts mehr, auch nicht mehr vom Bogenschützenturm. Der macht zwar starken Schaden, aber ist jetzt auch weg. Und so waren das hier schöne 3 Sterne. An der Stelle sei mal gesagt, ich nehme auch nicht immer alle Zauber, aber er nimmt den Gift hier noch für die Mitte. Okay, der Gift des Peins oder des Schmerzens in der Mitte am Ende geworfen. Und so waren das hier schöne 3 Sterne vom André. Ja, und hier oben, ihr seht das schon, ist einfach zu viel dann natürlich auch offen geblieben. Aber wie gesagt, es ist auch nicht einfach. Ja, wir sehen das hier mal an so einer Base hier. Habe ich auch noch nicht gesehen gehabt, dieses Design hier. Ich meine, die Mauern in der Mitte bringen ja eigentlich gar nichts, wenn man die so zusammenstellt. Aber Uschi hier auch mit einem Vierersprung. Das haben wir ja schon mal gesehen hier in dem Clan, nämlich vom Techmo auf den Hocke. Wenn ihr euch erinnert, ansonsten müsst ihr ein bisschen in meiner Playlist zurückspulen. Dort habe ich nämlich einen Angriff schon von den Stack Under Giant hier mal aufgenommen gehabt und mal zeigen dürfen. Und die Uschi macht das hier auch sehr, sehr ähnlich. Das kann man machen, denn der Elver hat ja noch 2 volle Zauber dabei. Und wenn du dann die Clanburg hier gut gibst, aber der Funnel gelingt dir hier natürlich mit 3 Sprung mittig und beides mal in die Flanken. Ja, dann gelingt dir der Funnel hier. Und ihr seht das, da bringen dem diese vielen Mauern auch nichts. Da läuft ja kein Mauerbrecher mehr rein und versucht da die Mauer aufzumachen. Ja, da bist du mit einem Jump hier auch in der Mitte. Und ich glaube, das hat sie auch gut gemacht hier an der Stelle. Also schönes Ding hier von Uschi auf. Ich kann es jetzt im Moment nicht lesen. Hat mich übrigens auch gefreut die Woche hier. Also wirklich nette Leute hier. Und man merkt auch, die spielen auch schon ein paar Tage länger zusammen. Und auch das etwas, nicht gesetztere Alter, aber viele sind hier wirklich, wirklich Ü20, Ü30 teilweise. Und relativ wenig Jungvolk hier. Also wer den Clan unterstützen will, am Ende dieses Videos blende ich euch den Clan-Tag nochmal ein und dann könnt ihr diesen Clan hier fluten mit euren guten RH9ern, gute RH10er und natürlich auch Elber, gar keine Frage. Ich denke mal, ab 8, ja, weiß ich nicht. Ich habe das mal so zwischen den Zeilen gelesen, dass man das auch gemerkt hat, das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, die Achter, ja, die versauen dir ein bisschen das Matchmaking hier. Ist leider so. Ist traurig für die RH8, aber wenn es sich in so einem hohen Clan so rauskristallisiert, dann kannst du fast nicht anders agieren, um mal wieder erfolgreich zu sein, damit du so einigermaßen so ein Matchmaking hinbekommst, bevor Supercell es denn jetzt in den Griff kriegt. Aber eigentlich will Supercell ja, ich weiß nicht, ob sie so ein Matchmaking hier in den Griff kriegen. Sie wollen ja mehr die Engineered Bases hier gegen Engineered Bases kämpfen lassen und die anderen, die so ein bisschen nicht Engineered Base sind, wieder gegen ihresgleichen kämpfen lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob das hier darunter fällt oder ob wir die Sorge dann immer noch haben, dass zwar die Engineered Bases dann gegen sich spielen, also die kriegen dann vermehrt auch ihresgleichen als Gegner und nicht mehr so Normalis, oder ob und dass das dann vielleicht hier auch zählt, dass wenn man unten Achter hat, dass auch der Gegner da unten Achter hat. Und wenn hier 3 Achter sind, dass auch unten beim Gegner 3 Achter sind. Das wäre ja der Optimalfall. Weil dann hat erstmal auch im unteren Bereich kein Clan einen Vorteil. Die Bases im unteren Bereich fallen ja nicht unbedingt. Ja, man sieht das ja, wenn ein Clan das nicht kompensieren kann, dann schaffst du das einfach nicht. Ist so.
hast nur zwei Angriffe und wenn dann einer von den Angriffen ein Sterner bleibt oder null Sterner, das kommt in den besten Warrior-Familien ja auch immer wieder super, super gut vor, ja, dann hast du ein Problem. Dann fehlen dir Angriffe am Ende und deswegen glaube ich, dass hier immer, so wie bei uns auch, hier wird immer dagegen gearbeitet. Ja, du fängst eigentlich immer im Minus an irgendwo und musst dich dann in die positiven Zahlen hier kämpfen. Also was das Kriegsergebnis angreift, und das ist sehr leidig. Das zehrt sehr an den Nerven, muss ich sagen. Der Techmo, hier haben wir nochmal 5 auf 1, also ist schon ein guter Angreifer. Sieht man hier auch. Ich denke mal, das hat an der Zeit jetzt leider nur gescheitert. Da bleibt wahrscheinlich nur die Kaserne hier noch über. Und, Mann, ist das knapp. Das wäre noch echt ein verdienter Stern gewesen. Ah nee, das ist ein 100er. 5 auf 1 mit 100. Ey, krass. Ich hab's gerade verpeilt. Tut mir leid, Leute. Also nochmal hier, 5 auf 1. Tolles Ding. Also das ist nicht deutlich. Ja, 49, 47 ist nicht deutlich. Das ist leider so geworden, weil unten die Schlappe mit den Matchmaking Mismatch ist, so will ich es mal sagen. Und ich blende es euch hier nochmal hier ein im Bild. Aber ich mache die Tag auch nochmal groß. Jetzt hier am Ende der Clan Stat Under Giant. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich, sind tolle Leute hier. Ganz, ganz chillig. Und hier ist auch gut was los. Ihr seht das hier allein in dem Bereich, wo ich jetzt hier nur aufgenommen habe. Wieder 34 neue Nachrichten. Also oftmals war es so, dass hier locker nur 100 stand oder mehr, wenn ich immer wieder reingekommen bin. Und ich werde diesen Clan jetzt verlassen und in einen anderen Clan gehen. Aber das seht ihr dann in den nächsten Folgen von mir, wenn es wieder heißt, der Toto flasht.